So, wir haben gerade Ruhe, also reden wir mit ihm hier. Who are you? Who, me? I'm Magarold. Who else? What? Have a look at my wares. Ja, er ist Magarold aus Lanafir, ein Händler. Bei ihm können wir Sachen kaufen. Erst einmal die Narrenklamotten. Die haben jeder einen eigenen Effekt. Erhöht das Finden von Objekten, hebt kritische Treffer von Feinden auf, erhöht die Anzahl erworbener Seelen, verringert Fallschaden. Also ja. Und ein Banditenset. Dann könnten wir bei ihm den Fluchbissring kaufen. Der gar nicht mal so schlecht ist, was wir vielleicht auch kaufen sollten. Ein Menschenbild. Ein Reparaturpulver. Rostige Mützen. Auf jeden Fall ein Duftzweig, den wir kaufen sollten. Und ein paar Magie-Sachen. Ich kaufe erstmal hier den Duftzweig. Und dann später den Ring. Reden wir jetzt mal mit ihm. I'm mainly a treasure hunter, you see. Many a merchant on the side. A ring a bang, looking for a find, following me instincts. I don't care what thing's worth. What matters is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? Well, that's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. Ja, er ist nur nebenberuflich Händler, behauptet er, sondern mehr Schatzjäger. Wobei das nicht ganz stimmt, er ist eher Antiquitätensammler. Also wenn wir ihm etwas ganz Besonderes bringen, ist er ganz aus dem Häuschen. Er wird also nie hier weggehen. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spiked it from the earth and the place turned into this. At least, that's what I've been told. What a bad story, eh? Na. What it be? Anything for you today? Also, etwas an der Geschichte muss dran sein, sonst würde es das Eisenschloss hier nicht geben, was in der Lava versinkt. Wer auch so dumm ist und das auf einem Vulkan baut. Aus Eisen. Aber ja, er hatte gesagt, ein alter König. Und damit meinte er nicht Vendrick, sondern einen König vor ihm. Den alten Eisenkönig, von dem wir schon im Jägerhain gelesen haben. Ihm gehörte ja auch der Jägerhain und dort hat er Jagden auf Untote abgehalten. Hey, you know that old fella with the hulking blue sword? He talks really oily a bit, but I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Ja, jetzt hat er gerade Bernhard of Hugo gemeint und sein Schwert, was angeblich nur eine Fälschung ist. Molin hätte ihm ja gern das Schwert abgekauft. Gut, reden wir weiter. Have you heard of the shrine on the eastern edge of Drang Lake? Built to honor the dragons, they say. If only I knew how to get there. I'd go and I'd claim it for goodies. Und das war jetzt gerade Foreshadowing. Er hat nämlich von einem Drachenschrein geredet im östlichen Dragon League. Wir sind jetzt gerade, wenn man der Karte mehr oder weniger trauen darf, eben... Ja doch, wir sind im östlichen. Außer die Karte ist verkehrt rum. Da sind wir im westlichen Teil von Dragon League. Aber wahrscheinlich sind wir das auch, weil... Es macht Sinn, von Majula aus geht es in Richtung Meer und in Richtung Meer geht es eigentlich nach Norden. Also ja, sind wir jetzt gerade im westlichen Dragon Lake. Das kann ich euch das nächste Mal, wenn wir Majula sind, kurz auf der Karte mal zeigen, was ich meine. Und mehr hat er nicht zu sagen. Also verlassen wir ihn mal. Wir haben ja wenigstens den Duftzweig von ihm gekauft. Und wissen, dass hier jetzt ein Händler ist. So, hier ist eine versteckte Wand. Versucht Geheimnis, hier. Und hinter dieser versteckten Wand ist eine Ballista. Mit Feuerpfeilen daneben.
Und noch eine versteckte Wand. Und hier können wir dem da einfach mal in den Rücken schießen. Ohne dass er böse auf uns ist. Ja. Dafür kommt jetzt gerade sein Freund hier. Ja, bei den Jungs müssen wir auch wieder aufpassen. Die sind nämlich schnell. Nicht ganz so schnell wie die Männchen, gegen die wir schon gekämpft haben, aber auch ziemlich schnell. Und ja, hier ist ein feuerspeiender Bulle, den wir einfach mal so ignorieren. Sondern wir gehen jetzt hier geradeaus raus weiter. Was nicht schön wird, wie man sieht, da oben ist nämlich schon wieder ein Bogenschütze. Wow, und der schießt mit bösen Pfeilen auf uns. Also ist das Erste, was wir machen, hier langrennen und den da aggroen. Und uns ganz schnell zurückziehen aus in den Schutz der Mauern hier. So. Hallo, eine Ritterrüstung. Gamaschen haben wir jetzt, glaube ich, schon mal. Ne, wir haben den Helm. Oh, da kommt noch einer. Ja, wir haben Reichweite. Das Problem ist, die können vorstürmen. Wow, und in Scharen kommen. Tür, wo bist du? Ah. Die Kante war vielleicht nicht so gut. Das war zu weit weg, um ordentlich Schaden zu machen. Ja, diese mit Vorsicht zu genießen. Vor allem, wenn drei Stück auf einmal kommen. Ja, der Schütze ist noch da unterwegs. Also ja, das Eisenschloss ist auch nicht ganz ohne. Den da können wir getrost ignorieren. Den da hinten nicht so. Zu dem kommen wir aber auch leicht hin. Indem wir uns erstmal hier runterfallen lassen. Die Seele eines Ritters und ein Reparaturpulver aufsammeln. Und dann müssen wir hier hochklettern. So. Jetzt lassen wir ihn seinen Bogen spannen, weil die Jungs sind etwas seltsam. So. Au. Das ist keine Mimik, also können wir sie ruhig öffnen. Das sah gruselig aus. Glitzerndes Titanit und ein Lebensring. So, jetzt aber bitte erstmal hier runter. Hier den Schutz der Säule. Und das hier sollten wir nicht öffnen. Weil da drin ist Feuer. Dafür ziehen wir lieber den Hebel hier. Also man hört's da, man sieht den Qualm, man hört es da drin brennen. So, wir haben die Brücke runtergelassen. Jedenfalls auf der Seite. Jetzt können wir den einmal pieksen. Zweimal pieksen. So, und jetzt kommt der unangenehme Teil. Also erstmal kommt hier noch ein Nahkämpfer. So. Kam ein Nahkämpfer. Der unangenehme Teil ist nämlich, da ist ein Fernkämpfer, da ist ein Nahkämpfer.
da ist noch ein Fernkämpfer. Aber wir müssen hier runter. Genau das nämlich passiert. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich weg von hier erstmal. Zu dem da. Und uns hier drunter verstecken. So. Keine Heilung mehr. Estus-Flakon muss her. Oh, nett, dass du dich selber umbringst. Denn eigentlich müssen wir jetzt hier dran ziehen. Um die Brücke ganz runter zu lassen. Wir müssen jetzt hier runter auf das... Das muss Eisen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Holz ist. Und müssen hier an dem Rad drehen, um das Feuer in der Kammer auszuschalten. Genau, sehr schön. Dann können wir nämlich wieder hier runter und können durch die Kammer durchgehen. Ohne dass uns etwas passieren sollte. Jo. Die Brücke ist unten, also ganz unten jetzt. Wir kommen also super hier rüber. Können uns jetzt auch mit ihm hier anlegen. Nein, können wir nicht, weil da kommen zwei von den Jungs angerannt. Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen flink vorgehen. Ah, das war knapp. Das sind jetzt Ritterstulpen. Und ja, die großen Jungs sind Hauptmänner. Alone Hauptmänner. So, dem mal ein paar Mal in den Rücken stechen. Warten, bis er einmal zuschlägt normalerweise. Weil was ihre größte Schwäche ist, sie stecken nach jedem Schlag ihr Schwert weg. So. Die nächste Hürde ist darüber kommen. Das ging aber einigermaßen. Ach ja, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, bei Megaworld konnten wir räuchern. Fürs Räuchern brauchen wir diese Gewürze, die wir da ständig gefunden haben. Also Einfallspinselgewürze und Skeptikergewürze. Haben wir gerade so eins im Inventar? Nein. Damit können wir die Anforderungen von Zaubern verringern. Das erkläre ich aber auch gleich nochmal, wenn wir beim nächsten Leuchtfeuer angekommen sind. Mache ich mir gern die Mühe. So, erstmal hier rüberrollen, vorsichtig. Hier liegt nochmal ein fossiler Drachenkochen. Ja, wenn ich schon mal hier bin, Let's Story Modus. An dieser Stelle hier war früher die matte Glut, die Dull Ember. Also kein fossiler Drachenknochen. Also die Glut, die wir McDuff gegeben haben. Damit wir bei ihm überhaupt was machen konnten. So, du bist eine Mimik, oder? Nein, du bist auch keine Mimik. Nach meiner Erinnerung gibt es hier nämlich mindestens eine Mimik. Nein, du bist nur ein Zweihänder. Das meinte ich nämlich. Die McDuff konnten wir eigentlich viel später erst freischalten, also im Original Dark Souls 2. Nämlich erst, wenn wir hier die Glut eingesackt haben.
Und nicht schon so früh, nachdem wir den Pursuer getötet haben. Was auch eine Änderung an dieser Stelle ist, früher war hier mal ein Loch drin. Also das war keine durchgehende Plattform, sondern ungefähr an dieser Stelle hier war mal eine kleine Unterbrechung, über die man ständig drüber springen musste. Was auf Dauer auch sehr nervig war, wenn man die Stelle öfter versucht hat.